Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Sim World 5. Der Dennis spielt das hier auf dem PC. Sie ist endlich raus, die Oktober Roadmap. Und damit ein herzliches Willkommen zu der lang ersehnten Info, wie es mit Train Sim World 5 in den nächsten Monaten weitergeht. Ja, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit hier. Kostenloses Starterpaket, jetzt verfügbar, um Anfang 2025 zu behaupten und zu bleiben. Dann gibt es am 29. Oktober die MBTA Pendler Boston Worcester Framingham Line. Wird dann veröffentlicht. Dann haben wir hier Großer West Express Remaster, Pfälzische Ludwigsbahn. Mannheim Kaiserslautern, das wird auch in den nächsten Monaten ja, weitergeführt. Genau, ich glaube, das sieht man hier auch. Deutsche Route, genau, von TSG steht ja hier auch. Dann haben wir Cardiff City Network, TSWs erste walisische Route. Auch die wird weiterentwickelt und soll zeitnah erscheinen. Dann haben wir die holländische Strecke, die erste niederländische Strecke für den TSW überhaupt. Sporting Zwolle Groningen, TSWs erste holländische Route, die ja auch, wie gesagt, glaube ich, von sehr vielen erwartet wird, auch mit den passenden Zügen in den passenden Farben, gelb-blau. Dann haben wir die Tadami-Line von Union Workshop, TSWs erste japanische Route. Also es werden gleich drei neue Routen, die zum allerersten Mal beim TSW dabei sein. Einmal die walisische, einmal die holländische und die japanische Route werden alle drei zum allerersten Mal beim TSW dabei sein. Dann haben wir Updates von Drittanbieterpartnern. Da haben wir einmal Flughafen Manchester, neue Route ab ATS, dann haben wir Levenmaus Filial Update für Five Circle von Rivet Games. Dann haben wir hier noch Levenmaus Rail Link Lyrai für ScotRail 158 Skyhook Games. Dann haben wir noch die Cargo Line Volume 3 Intermodal von Skyhook Games. Dann haben wir West Coast Mainline Preston Carlisle von Just Chains und schließlich noch Expert DB BR101 und IC Steuerwagen von TSG. Die ist ja mittlerweile schon längst draußen. Aber zu den allen Punkten hier oder zu diesen ganzen DLCs wird es Updates geben. Also auch zu der Expert BR101. Also wird es alles noch Updates geben in den nächsten Monaten. Dann haben wir hier Patches und Updates. Patches, die soweit veröffentlicht werden. Erster wichtiger Post-Release-Patch bald. Also wird bald kommen. Ich habe die ganze Seite auf Deutsch übersetzt. Also wundert euch bitte nicht, wenn das hier nicht hundertprozentig so auf Deutsch grammatisch richtig ist. Aber ich finde das einfach einfacher, wenn das komplett auf Deutsch übersetzt ist. So, dann haben wir hier noch eine zusätzliche Messaging-Lizenzierung. Dann haben wir eine Gemeinschaftsstrecke. TSW 5 Fotomod Showcase. Dann haben wir die Oktober Mastery Challenges. Die sind jetzt im Moment live. Also die kann man jetzt im Moment alle abschließen. Dann haben wir hier noch Sondereffekt. One Special Day Charity Stream Son. So. Willkommen alle auf der ersten Zug, also Train Sim World 5 Roadmap nach dem Start. Erstens wollen wir ein herzliches Dankeschön an alle User unserer Community teilen, die seit dem frühen Zugriff und Start in Train Sim World 5 gespielt haben, und wir schätzen ihr Feedback sehr. Während wir daran arbeiteten, alles auf unseren Spielplattformen einzurichten. Es ist immer eine Freude, eine große Auswahl an neuen Screenshots von Spielern zu sehen, die das Beste aus dem neuen Fotomodus machen und Reaktionen ihrer ersten Erfahrungen mit den neuen Features und Routen teilen. Wir möchten auch ein großes Dankeschön an alle Menschen aussprechen, die an Bord geholfen haben und Informationen auszutauschen, um neue
und zurückkehrende Spieler im letzten Monat zu TSW 5 zu begrüßen. Vor dem Ende der ersten Woche nach dem Start von TSW 5 hatten wir bereits über 2 Millionen Gameplay-Sessions bestanden, die von Spielern abgeschlossen wurden, was wirklich unglaublich ist. Und wir freuen uns sehr, alle unsere neuen Spieler zum ersten Mal in TSW begrüßen zu dürfen. Für diejenigen, die sich uns zum ersten Mal anschließen, ist diese Roadmap ein monatlicher Check-in, der das Gespräch zwischen unseren Teams und Ihnen allen für das Beginn kann, was über den Start von uns und unseren Partnern hinaus zu erwarten ist. Einschließlich brandneue Ankündigungen, Updates und Vorschauen auf unsere aktuellen Routen in der Entwicklung, mehr Möglichkeiten für Sie, um sich zu engagieren. Wir werden auch ein Update über unsere Fortschritte für weitere Verbesserungen nach dem Start von TSP 5 und eine Zusammenfassung dessen, was wir bisher veröffentlichen konnten, teilen. Wir hoffen, dass dies einige dieser ersten Fragen und Gedanken beantworten wird, die viele von Ihnen haben, da unsere Teams Feedback gesammelt und daran gearbeitet haben, ihre Erfahrung zu verbessern. Schließlich, wenn Sie neu sind oder zurückkehren wollen, sollten Sie sich heute Abend, Dienstag, 8. Oktober, also heute, um 18 Uhr, das ist jetzt auch nicht mehr so lange, Viertelstunde noch, UTC und 19 Uhr britische, also 19 Uhr deutsche Zeit, bei uns für unseren Roadmap-Livestream anschließen, wo wir alle Punkte unten besprechen und all Ihre Fragen beantworten werden. Das ist vielleicht für alle interessant, die sich diesen Livestream ansehen wollen und die vielleicht noch viele Fragen haben. Die werden Ihnen dann hoffentlich dort in dem Livestream alle beantwortet. Ab 19 Uhr britische Sommerzeit. So, dann haben wir hier Train Sim World 5 Free Starter Park bis Anfang 2025 verlängert. Das ist doch, glaube ich, für alle die interessant, die sich vielleicht jetzt das erste Mal mit TSW beschäftigen und jetzt sich da am Überlegen sind, TSW 5 sich zuzulegen, vielleicht noch ein bisschen unsicher sind. Die können sich das Ganze dann im Free Starter Pack hier das Ganze testen, sich anschauen. Wurde bis Anfang 2025 verlängert. Ich glaube, das ist eine sehr schöne Sache für alle Unentschlossenen. Vielen Dank an alle, die uns im letzten Monat mit der Veröffentlichung von Train Sim World 5 begleitet haben. Waren wir sehr aufgeregt, die TSW-Community weiter zu wachsen und noch mehr Spieler auf der Schiene willkommen zu heißen, während wir ins neue Jahr gehen. Heute freuen wir uns, ankündigen zu können, dass unser Free Starter Pack erst am 17. Oktober laufen wird und stattdessen bis zum neuen Jahr Anfang 2025 für Anspruch und ewig zur Verfügung stehen bleiben wird. Wir haben so viele von euch gesehen, wie sie zum ersten Mal TSW 5 ausprobieren und ihre Freunde und Gemeinden einladen, es auszuprobieren. Und wir haben zum ersten Mal so viele neue Spieler in der Franchise willkommen geheißen. Ja, sehr schön. Zur Erinnerung, wenn Sie bereits ein großer Fan von TSW sind, aber noch nicht in TSW 5 aufgerüstet haben, stellen Sie sicher, dass Sie das Free Starter Pack beanspruchen, bevor es weitergeht, da es in Ihrem Konto für immer bleiben wird. Und es wird auch Ihre Art sein, auf die neuesten Verbesserungen und Funktionen zuzugreifen. Sie können auch neue TSW 5 Inhalte wie die kommende MBTA-Zugroute Route kaufen und wenn Sie sie bereits besitzen, Zugang zu Great Western Express Remastered erhalten, ohne etwas bezahlen zu müssen. Ist, glaube ich, auch sehr interessant. So, dann kann man hier noch weitere Informationen zu dem Freestarter Pack lesen. Das machen wir jetzt mal nicht. Inhalt oben: MBTA Pendler Boston Worcester Framingham Line am 29. Oktober an der Startzeitung unserer Roadmap. Möchten wir mehr Informationen über das erste neue Add-on zum Train Sim World 5 teilen? Machen Sie sich bereit, MBTA-Pendler zu fangen. Boston Framingham Worcester erscheint am 29. Oktober 2024. Diese Strecke wird eine Reihe von Pendler- und Fernverkehren von der Boston South Station aus bieten, die nach Westen in Richtung Framingham und Worcester im Commonwealth State of Massachusetts fahren. Sie betreiben die neue MBTA HSP46, diese Lokomotive sowie die MBTH 440 PH3C und die BTC CTC Coaches B-Level und Single-Level Coaches, also die Wagen halt. Wir haben einen speziellen Artikel, um tief in die Dienste einzutauchen, neue Loks und Gameplay, die Sie später in dieser Woche auf der MBTA Communal Route erwarten können. Und für heute wollten wir eine kleine Auswahl an Referenzbildern teilen, die unsere Audio-Teams in der Lage waren, diese eine kürzliche Reise in die USA zu präsentieren, um die Welt zu repräsentieren und zu reflektieren. Reference-Trip-Fotos. Sieht schon nicht schlecht aus, oder? Das sieht schon wirklich nicht schlecht aus. Ist eine echte Lok, also
Schon echt geil. Wirklich geil. Schaut euch das bitte mal an. Das sind doch schöne Fotos. Hier die Werkhallen, der Motor, die Achsen. Wirklich richtig, richtig schön. Danke für die Fotos. Vielen, vielen Dank. Auffrischen auf bevorstehende zukünftige Add-ons. Wir wollten auch unsere zusätzlichen Ankündigungen ansprechen, die wir gemacht haben, seit wir Trains World 5 ins Leben gerufen haben. Falls jeder, der seit dem Start zu uns beigetreten ist, keine Chance hatte, die kommenden Add-ons zu Trains World 5 zu entdecken. So, das ist der große Western Express Remaster, den es bald geben wird. Auch sehr schöne Fotos, hier eine Dampflok und so weiter. Also wirklich. Sehr, sehr schön. So, ich glaube, das ist hier für alle, die der deutschen Strecken zudienlich sind, ganz interessant. Und zwar haben wir die Pfälzische Ludwigsbahn, Mannheim-Kaiserslautern, ein neues deutsches Abenteuer entlang der malerischen Pfälzischen Ludwigsbahn, wie es 2014 war. Also die Strecke ist an 2014 angesiedelt. Auf dem Weg nach Mannheim Hauptbahnhof, einem Drehkreuz und Bahnen, wenn es jemals einen gab, beginnt die Strecke nach Neustadt, Weinstraße, Hauptbahnhof zu rasten und windet sich dann durch das Tal nach Kaiserslautern. Erwarten Sie viel Abwechslung von 111 betriebenen Regionalexpresses bis 425er auf der S-Bahn, Rhein-Neckar und sogar einem Bahnhof Frankenstein. Oho! Also, die Strecke Pfälzische Ludwigsbahn geht einmal nach Mannheim, begibt sich dann durch Neustadt an der Weinstraße und windet sich dann durch das Tal nach Kaiserslautern. Betrieben wird die Strecke mit der Baureihe 111 für die Regionalexpresse und der BR425, also für die S-Bahn an der Rhein-Neckar und so weiter bis zum Bahnhof Frankenstein. Ich glaube, das wird sehr, sehr interessant. Ich könnte mir vorstellen, die 111 fahren dann natürlich mit den Dostos als Regionalexpress und die 425er ganz normal, so wie wir sie jetzt auch schon kennen, wie sie jetzt auch schon da sind. Genau, ich denke mal, so wird das dann ablaufen. Natürlich kann man dann auch natürlich mit jedem Zug dort fahren. Ihr kennt das, Züge spawnen und so weiter. Das heißt, wir können auch mit der BR101, mit dem ICE3 und so weiter und so fort dort fahren. Das wird natürlich alles möglich sein durch das Züge spawnen und so weiter und so fort. So, dann kommen wir zu einer weiteren neuen Strecke, die erstmals beim TSW dabei sind, und zwar TSWs erste walisische Route, Cardiff City Network. Mit einem dicht gepackten Netz in der Stadt werden Sie intensive Personenverkehr an Bord von Transport for Wales Diesel Multiple Units beschäftigen, die über viele Stationen auf verschiedene Fahrplanmustern operieren. Eine schnelle Abfahrt von der langen verkehrsnahen Strecke der VCML-Strecken. Dann haben wir hier die erste japanische Route für den TSW. Und zwar erleben Sie die schöne und malerische Tadami-Linie. Aizuwakamatsu. Tadami in TSW 5 mit atemberaubenden Umgebungen und wichtigen Bahnhöfen wie dem Miyashita Drei Brüder, einem berühmten Zug, der drei Brücken in einer einzigen malerischen Szene zeigt. Das ist hier die Brücke von der Tadami-Linie in Japan. Eins, zwei, drei Brücken. Wirklich wunderschön. Sehr, sehr schön. Dann kommen wir zu TSWs erster holländischen Route. Unsere Nachbarn, und zwar Express- und Pendlerverkehr, sind die Hauptstütze der Zwolle-Gerner-Route, die von den Niederlandse Spoorwagens, legendären ICM3 Kobloper und SNG Sprinter New Generation UMUS betrieben wird. Lernen Sie neue Signale und Systeme, während Sie auf gelbblaue Weise entlang der Landschaft sausen. Ja, das wird, glaube ich, auch sehr interessant, vor allem wenn wir dann wirklich diese gelbblauen Züge dort zu fahren haben. Vor allem wird das interessant, die Züge kann man natürlich auch auf jeder deutschen Strecke packen, und ich glaube, das wird richtig interessant. Das stelle ich mir jetzt schon richtig interessant vor. Die Entwicklung in all diesen Add-ons geht gut weiter, und wir werden detailliertere Updates teilen, sobald sie bereit sind zu teilen. Ja, sehr schön. So, dann kommen wir noch zu den Updates von Drittanbieterpartnern. Das haben wir ja oben schon besprochen. Flughafenpendler Manchester, eine neue Route von Alan Thompson Sim. Wir begrüßen einen weiteren brandneuen Partner in der Welt von TSW, Alan Thompson Simulation. Viele von Ihnen erkennen sich vielleicht aus ihrer Arbeit mit Train Simulator Classic. Genau da waren Sie nämlich schon tätig, erinnere ich mich auch. Und wir haben uns an Ihre
Teams gewandt, um ihre neueste Routenentwicklung nach TSB 5 zu zeigen. Work in Progress. Alan, ATS wurde 2017 von YouTuber Alan Thompson und TSC-Routenbauer Peter Mitchell gegründet. Unser Hauptziel war damit sicherzustellen, dass jeder Inhalte für TSC auf eine Weise produzieren und veröffentlichen kann, die für alle funktionierte, und nach 4 erfolgreichen Jahren begannen wir, die Entwicklung für TSB zu untersuchen. Sobald unser Team gegründet wurde, mit Hayden und Danny an der Spitze, waren wir schnell dabei, mit Unterstützung der Gemeinde und der DTG direkt einzutauchen. Und wir ließen uns auf der 27 Meilen langen Pendlerroute am Flughafen Manchester nieder. Das ist hier der Bahnhof an dem Airport in Manchester. Auch ein sehr schönes Bild. Wir hatten ein klareres Ziel, einen Weg zu finden, auf den wir stolz sein würden. Mit einigen neuen und erfahrenen Händen haben wir uns mit dem Ziel gemacht, einen digitalen Zwilling des Manchester Airport Commuter-Netzwerks und natürlich die Flughafenfiliale zu schaffen. Mit Tonnen von Blut, Schweiß und manchmal Frustration können wir Ihnen, der Gemeinschaft, endlich zeigen, worin wir gearbeitet haben. Wie gesagt, das ist jetzt nicht so 100% deutsch übersetzt, von daher entschuldigt das bitte. Hier einige Highlights der Route. Bahnhof Manchester und Flughafen, Skywalk bei Nacht, sehr schön. Longside Depot und Manchester International Depot, Airport-Linie mit Runway und Anflug, lichtgeil. Piccadilly Road Verbesserungen von Glossop Line und Piccadilly Station Verbesserungen. Slade Lane Junction Bend zur Airport Linie RRAP Ort. Neutrale Abschnitte entlang der Strecken an bestimmten Orten hinzugefügt. Held Green Triangle Junction Areas. Steyald Station Curve. Bahnhof Willemsloe mit Underbridge. Elderry Edge Station mit P2 Car Park und Biegen hintere Sidings. Boah. Genau, Brücken zwischen Kopf, Fulme und Henforth. Also hier hat man noch ein weiteres Bild von dem Flughafen Manchester Airport. Dann haben wir hier einmal die West Coast Mainline Preston Carlisle. Nur Züge. Seit unserer ersten Ankündigung der VCML Preston Led Kears Route hat das JT-Team weiterhin neue Update-Posts auf dem Blog veröffentlicht, um mehr darüber zu erfahren, was man vom Add-on erwarten kann, sowie Details über den Bahnhof und die Geschichte der Streckenära. Mal eben schauen, ob das hier relevant ist. Dust Trains. Auf dieser Strecke haben wir den Fahrplan 8687 mit dem richtigen Arbeitsplan und den Fotos dieser Dienste authentisch nachgebildet, um ein möglichst realistisches Erlebnis zu bieten, einschließlich Formationen und Zuglängen, die so nah wie möglich an der echten Züge sind. Sowohl Charlisle, als auch Preston bieten im Laufe des Tages zahlreiche Blockwechsel von Diesel zu elektrischer Traktion und umgekehrt, mit einigen Diagrammen, die Stationspiloten erfordern, um einen Lockwechsel zu erleichtern. So, hier haben wir wieder ein YouTube-Video, das schaue ich mir natürlich nicht an. Fühlen Sie sich frei, um mehr aus dem Just Chains Blog auf Ihrer Website zu lesen, mit zusätzlichen Details sowie erforderlichen Schichten, um das bevorstehende Erlebnis am meisten zu machen. So, hier haben wir Levelmouse Branch Update für Five Circle von Rivet Games. Braucht man ein Foto zu. Hier auch noch eins. Sieht sehr schön aus. Auch hier mit den Silos. Für ein weiteres Foto. Diese neue Erweiterung zu Five Circle beinhaltet über 40 neue Fahrplandienste. Geil. Für die neue Levelmouse-Filiale. Zwei brandneue Stationen zum Entdecken und Erkunden und 16 zusätzliche Sammlerstücke zu finden. Also hier wahrscheinlich wieder, kann man wieder auf Suche gehen, wie bei den Ostereiern und so weiter. So stelle ich mir das vor. So, hier sehen wir noch mehr von der Strecke. Hier sehen wir ein Stück vom Zug, der dann dabei sein wird. In Fortsetzung des Gesprächs wollen wir Skyhook Games mit ihren Updates auf der Rail Link Rivalry einchecken und ankündigen, dass dies ein kostenloses Update für Spieler sein wird, die die ScotRail Class 158 besitzen. Also für alle Spieler vom TSW, die diesen Zug hier besitzen, die ScotRail Class 158, bekommen das Update kostenlos. Das sollte vielleicht auch nochmal im Hinterkopf behalten werden. Genau, hier haben wir nochmal
die Züge, die auf dieser Strecke einsetzbar sind. Frank Scotsman und so weiter. So, hier haben wir Cargo Line Volume 3 intermodale Skyhook-Spiele. Also geht es wahrscheinlich hauptsächlich um Güterzüge, würde ich jetzt mal tippen. Ja. Ah, sehr schön. So, dann kommen wir jetzt zu der BR101 Expert und IC Steuerwagen. Um unsere Drittanbietersektion zu schließen, werden wir von dem TSG-Team unterstützt, dass Neuigkeiten für einen kommenden Patch an den kürzlich veröffentlichten Expert DBBR101 teilhaben. Der ersten Lok unserer Expert-Serie, die ein höheres Maß an authentischen Erlebnis innerhalb von TSW durch hohe detaillierte Funktionalität und erweiterte Simulation einschließlich zufälliger Systeme bietet. So, jetzt kommen wir endlich zum Kern der ganzen Sache, und zwar was das Update beinhaltet. Dieses Update, das in Kürze kommt, bringt eine vollständige Liste von Korrekturen und Verbesserungen an das Add-on und enthält auch völlig neue Fehlersimulationen für den Expert 101, neue Federungsphysik für das Taxiauto IC Steuerwagen und wird nach einem großen Spektrum an Community-Feedback auch Zeitpläne für den Experten 101 auf der Strecke Bremen-Oldenburg und die neuen Frankfurt-Fulda-Routen hinzufügen. Ja, sehr nice! Ich glaube, das hört sich gut an, dass wir neue Fahrpläne für die Strecke, für die kürzlich neu erschienene Strecke Frankfurt-Fulda bekommen. Genau mit diesem Zug. Ich glaube, davon träumen wir alle, dass es da viel mehr Fahrpläne gibt. Und auch auf der Strecke Bremen-Oldenburg, auch übrigens auch eine sehr schöne Strecke, wie ich finde. Ich glaube, das wird richtig interessant. So, hier sind einige der Top-Highlights der Patch-Noten, auf die sich das TSG-Team konzentrieren wollte oder sollte. Änderungen im Spiel. Expert BR101 Assistenzplan für Kinzigtalbahn Frankfurt-Fulda. Expert BR101 Fachfahrplan für Bremen-Oldenburg hinzugefügt. SKA 406 ICE3M. Also 406 IC3M in Dresden-Riesa Expert 101 mit Frankfurt ersetzt. Fulda BR 411. Ein Treiber-Assist-Aufforderung für den Versuch, Strom mit der Elektrozugversorgung zu besetzen, wurde mit der Stromversorgung behindert hinzugefügt. Oh! Dann die Verbesserung für den Steuerwagen. Rework-Light-Up mit Lichtkegeln unter volumetrischem Nebel, implementierte LCP-PZB-Testlogik, implemented LCP-Übertragungsfehlerunterstützung. Aha. Dann haben wir noch eine implementierte LCP-Übertragungsfehler als Fehler. Also es gibt dann auch wahrscheinlich neue Simulationen und Störungsmeldungen. Unter anderem hat dann halt auch eine LCP-Übertragungsfehler und so weiter. Ich glaube, das wird richtig interessant. Fachmann DBBR101. Fehlendes Verhalten hinzugefügt, wenn der Zug LCB verlässt und AFB aktiv ist. Fehlende Glasregeneffekte in der Kabine 2 behoben. Die Kabine 2 zur Zusatzkontrolle wurde repariert. Ein Fehler behoben, der LCB-Ende-Sounds nicht wie erwartet spielen ließ. Angepasste Pantographenphysik, die dem realen Leben enger entspricht. IC Steuerwagen und oder Coaches implementierte neue Federungsphysik, Physik, nur Cap, also nur für die Kabine, für den Steuerwagen. Feste Taxi-Auto-Windschutzscheibe, Regenvisuals, IC-Logo auf der BPM-BDZF hinzugefügt, die Nummerierung des BPM-MZ-Coaches behoben, mit dem Fahrer die richtige Art und Weise auf einem Stuhl zu sitzen beibringen. Oh, hinzugefügt, Türschlüssel für Taxiwagen und Busse. Okay. Sie können erwarten, dass die gesamte Palette von Updates zu sehen, sobald sie bereit sind, in ihre Hände zu kommen, und wir hoffen, dass sie aufgeregt sind. Darüber hinaus haben Sie vielleicht bemerkt, dass wir dem Roadmap Assets vom Oktober 2024 eine neue deutsche Route hinzugefügt haben, die vom TSG-Team kommt. Und während wir noch nicht bereit sind, darüber zu sprechen, freuen wir uns darauf, mehr Details in Folge Roadmap-Artikeln zu teilen. So, es kommen noch ein paar Patches und Updates. Bis jetzt seit dem Start Translation Version 5 konnten wir ein paar kleinere Post-Release-Patches implementieren, die uns helfen, von der Einführung an wichtigen Themen zu bleiben und das sofortige Feedback, das wir von Ihnen allen sehen. Am 17. September gab es das Update für die Klasse 37-2 und Frankfurt-Fulda
PS. Am 18. September gab es die PlayStation Profile Importation. Also praktisch die, ja, das gleiche wie hier beim PC, wenn ihr die gleiche Plattform habt und den gleichen Namen, also das gleiche Profil, dann könnt ihr ja die Sachen von TSP 4 rüber nach TSP 5 importieren. Darum geht es halt, das ist dann ab dem 18. September halt auch auf der PlayStation möglich gewesen. So, dann ab dem 26. September gab es das Update für die Menü-Pop-Ups, PS und Epic Achievements und PS für 5 Cursor. Ja, so viel also jetzt zu der Roadmap, zu den ganzen DLCs, die uns so erwarten werden, zu den Add-ons, zu der neuen deutschen Strecke Kaiserslautern, Mannheim Kaiserslautern, die Ludwigstalbahn, dann haben wir hier noch für Frankfurt-Fulda ein paar Updates, nicht richtig funktionierende BR-114 Bremsen. Oh ja, da gab es was. Ich glaube, da hat der Commander sogar ein Video von gemacht, dass die überhaupt nicht gebremst hat. Ein Spalt in BR-411, die Gangways behoben. Ja, da gab es diesen Spalt. Aktualisierte BR-411 digitale Bildschirme sorgte dafür, dass sie mit dem Zug kippten. Okay, das habe ich noch nicht ge gehabt. Dann gab es für den Flixtrain die BR-193 Vectron, die Distributor Release. Ventil kann nun mit Außenbremsanzeiger jetzt wieder wie erwartet anzeigen. Schlauchpfeife mit der Talbot-Reisebusse sind jetzt auf der Gangway verbunden. Und bremsen nicht mehr selbstlos, wenn die Kabine deaktiviert ist. Das ist auch gut. Das ist sehr gut, dass uns dann der Zug nicht wegrollt. Das ist sehr gut. Wir finalisieren immer noch den Patch und kombinieren die Noten. Es gibt viel mehr, die nicht auf der oberen Liste aufgeführt sind, die auf wichtige Probleme der Gemeinschaft abzielen, also der Community. Und sie sollten in der Lage sein, diese sehr bald zu erwarten. Vielen Dank, dass Sie geduldig gewartet haben, während wir an diesen Updates arbeiten und Community-Feedback implementieren. Wir werden weiterhin an zusätzlichen Verbesserungen arbeiten und die Einführung von Chainsymbol 5 zu unterstützen. Ja, das war's, glaube ich, erstmal soweit von der Roadmap. Eingegeben von SBI32, sehr schönes Foto. Auch hier eingegeben von JT Medias 2874. Traumhaft. Das wurde eingegeben von Wellington 9478. Das wurde von Trainiac hochgeladen. Das ist von I, auch ein sehr schönes Foto. Das gibt es von Saus oder Sus. Das hat RPB 1966-2 eingegeben oder hochgeladen, wie auch immer. Wenn Sie möchten, dass Ihre eigenen Screenshots in unsere TSW-Ladebildschirm angezeigt oder auf unseren TSW-Sozialkonten hervorgehoben werden, dann sollten Sie unseren Community-Gehen in unseren Creators Club Foren einreichen mit den wöchentlichen Screenshot-Wettbewerben und den Einreichungen von Oktober Mastery Herausforderungen. Genau. Wenn Sie diese Herausforderung jeden Monat abschließen können, erhalten Sie das jeweilige Challenge-Abzeichen, das Sie sammeln können und dann mit der Livery Designer Ihre Lieblingsloks anbringen. Also fleißig Oktober-Challenges meistern und dann bekommt ihr das alles hier, die ganzen Aufkleber. Genau. Sondereffekt One Special Days Streamathon an diesem Wochenende. Also jetzt kommendes Wochenende gibt es hier diesen Stream mit dem Sondereffekt und so weiter, wenn ihr da Interesse dran habt. Genau. Roadmap Livestream, den gibt es. Im Oktober 2024 Stream beginnt ab 18 Uhr, 19 Uhr BST auf unseren YouTube- und Twitch-Kanälen. Solltet ihr vielleicht reingucken, wenn ihr da Lust drauf habt. Genau. Das war's mit der Roadmap von TSW 5. Vielen Dank, dass ihr unsere erste Roadmap von TSW 5 gelesen habt. Wir freuen uns sehr, so viele neue Spieler auf der Reise mit uns begrüßen zu dürfen. Und wir sind excited, mehr Nachrichten über die zukünftigen Projekte und Verbesserungen zu teilen, die auf Sie zukommen. All Ihre Community-Feedback war in dieser Zeit entscheidend. Wir werden es weiterhin verwenden, um zu informieren, wie wir Ihnen allen die beste Erfahrung bieten können. Ja, das war die Roadmap, die erste Roadmap für den neuen TSW 5. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr Feedback habt, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Ich versuche euch dann, so gut ich kann, all eure Fragen zu beantworten. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, worauf ihr euch am meisten freut, auf welche Strecke, auf welches DLC, auf welches Add-on. Genau.
Wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es bitte, bitte in die Kommentare. Ich versuche euch dann da auch zu helfen und so weiter. Das war es erstmal soweit von mir, von der Roadmap, von der allerersten Roadmap für den TSP 5. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Wäre schön, wenn ihr in einem der nächsten Videos wieder mit am Start seid. Bis dahin habt eine schöne Zeit. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer der Dennis Spieters. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss.